Mahlzeitfreunde, ich grüße euch ganz herzlich zu einem neuen Unboxing-Video. Jawohl, ich habe ein Paket bekommen heute. Hat vor kurzem 10 Minuten, 15 Minuten hat es geklingelt. Und da war dann der nette DHL-Mann und hat mir ein Paket gebracht. Das Ganze kommt von Deluxe Cable. Und ich werde jetzt erstmal nur auspacken, was da drin ist. Dann werde ich noch die Sachen einzeln auspacken, sofern sie auch zu packen sind. Und ich werde dann noch ein Video zu machen, wie man die Sache anschließt und sozusagen ein Review machen. Jetzt erstmal nur Auspacking. Und dafür wandert jetzt erstmal die Kamera runter. Bis gleich. Jawohl, und da sind wir auch schon. Ich hoffe, die Kamera hält. Ich habe gemerkt, dass sich das irgendwie die Kamera ein bisschen falsch am Stativ rangedreht habe. Ein kurzer Wackler und dann verschiebt sie sich. Ich hoffe mal, dass es klappt. So, die Pike. Wir werden jetzt erstmal das gute Stück aufmachen und dann mal genau schauen, was da so drin ist. Also solltet ihr Kabel brauchen oder HDMI-Geräte wie Switcher oder HDMI Splitter, alles was mit HDMI oder irgendwie was damit zu tun hat, mit Video oder keine Ahnung, alles mögliche an Kabel und Zubehör bekommt ihr bei Deluxe Cable. Da solltet ihr dann einfach mal vorbeischauen. Ich werde hier unten irgendwo mal die Adresse werde ich einblenden und dann könnt ihr euch da mal umschauen. Auf jeden Fall ein sehr, sehr guter, großer Shop. So, so sieht's aus, da drin ist was. Jetzt hole ich erstmal die beiden Sachen raus. So, erstmal haben wir da Werbung drin. Brauchen wir nicht. Werbung. Gucken wir nochmal. Okay. Okay. Kleine Info für mich. So, fangen wir mit diesem kleinen Stück an. Kurz vorweg, ich habe ja auch eine PlayStation 2 und ich habe das komische, ja, so Komponentenkabel, also für Leute, die es gerne über HDMI haben möchten, so wie ich, gibt es bei Deluxe Kabel einen Ligabo HDMI Konverter für PlayStation 2. Ja, HDMI 1:1. Das ist so ein Teil, so ein Konverter. Den werde ich jetzt hier mal auspacken. Da haben wir einmal. Ja, super. Hier haben wir ein USB-Kabel. Da ist noch was drin. Eine Anleitung ist auch noch drin. Sehr schön. Ja, in Deutsch. Genau, prima. In Deutsch mag ich auch gerne. Eine schöne Anleitung, eine kurze, knappe Anleitung. So, und dann haben wir hier das Gerät. Das schauen wir uns auch nochmal an. Also, das ist, ja, dieser Ligabo-Konverter PS2 zu HDMI-Konverter 1:1. So. Gut, kurze Anschlüsse. Hier haben wir die Stromversorgung. Das Ganze müsst ihr noch an den USB-Port von der PS2 anschließen. Dafür haben wir hier das USB-Kabel. Hier ist HDMI-Out. Hier haben wir noch einen Audio-Ausgang. Ich weiß nicht, wie weit der jetzt wichtig ist. Werde ich aber trotzdem noch ausprobieren. Also ich mache ja noch ein Video dazu. Ja, und das Ding hier, das kommt in die PlayStation hinten rangeklatscht. Sehr, sehr fein. Bin gespannt, wie das läuft. Also glaubt nicht, dass ihr jetzt mit diesem Gerät irgendwie 1080p habt oder sowas. Ne? Nee, das kann die PlayStation 2 halt nicht. Aber ihr habt wenigstens die Möglichkeit, das an euren HDMI am TV anzuschließen. Prima. Gut, das packen wir jetzt erstmal wieder ein. So. Kommt das Kabel mal sehen. Die Sachen, ich bekomme die Sachen immer ziemlich schnell raus. Aber ich kriege hier immer nicht so gut wieder rein. So, das dürfte reichen. So, jetzt kommen wir zum nächsten. Und etwas größer. Das ist ein Ligabo HDMI Switch 3:1 oder 3x1 Automatik. So. So schaut das aus. Schauen wir uns hinten nochmal kurz um. Da haben wir
drei Ausgänge oder zwei Eingänge und zwei Outputs. Drei Inputs, ein Output. Genau so war das. Ich kenne mich noch nicht so ganz aus mit der Materie. Aber wie gesagt, ich werde mich da mit beschäftigen. Ich werde dazu mein Video nochmal machen, wie man das alles anschließt oder wie ich das am besten anschließe. Weil ich habe ja ein paar Sachen, die ich so über meine Elgato immer zu laufen habe. Ich muss immer wechseln, kotzt mich völlig an. Deswegen ist so ein Switch gar nicht mal so verkehrt. Ja. Einzelheiten dazu werde ich natürlich im Video sagen. So, ich wiederhole mich. Ne? Wir packen erstmal nur aus. Na, da brauchen wir Zipik. Unterstützt auch 4K, 60 Hertz, HDMI 2.0, HDCP 2.2. Mal kurz mit erwähnt. Ja, okay. Packen wir das Ganze nochmal aus hier. Geht hier auch, ne? So. Machen wir das halt mal so rum. Dann haben wir hier, das ist erstmal das Gerät. Das packen wir erstmal ganz kurz beiseite. Und hier haben wir, oh, eine schöne Fernbedienung. Ich liebe Fernbedienung. Meine Frau kriegt es mir immer ein zu viel, wenn ich immer 1000 Fernbedienungen rumliegen habe. Und dann habe ich hier, und da brauche ich noch was. So. Das Paket können wir jetzt erstmal hier hinpacken. So, was haben wir hier? Wir haben hier erstmal eine Anleitung in Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch. Sehr schön. Supi, supi, supi. Ne, auch Tom-gerecht mit Bildchen, ne, das ist toll. Und wir haben hier Stromkabel, das Ganze muss natürlich mit Strom befeuert werden. Wir haben hier eine, ja, das ist der IA-Blaster. Ich glaube, in den Fachkreisen wird das IA-Blaster geschimpft. Ne? Das ist irgendwie so ein Kabel, damit die Fernbedienung funktioniert. Kann ich das jetzt eigentlich auch auspacken, ne? Weil will ich ja eh anschließen. Ja, zack. Ja, so sieht das Ganze nochmal aus hier. Der IA-Blaster. Heißt der IA-Blaster oder AR-Blaster? Ich habe keine Ahnung. So. Dann haben wir hier nochmal die Fernbedienung. Ja, hier haben wir einen Nippel, da können wir dran ziehen. Dann geht's auch. Weil sonst sind irgendwann die auch die Batterien leer. Einfach dran ziehen und dann hat die Batterie Kontakt. Jawohl. In 1, 2 und 3. Sehr schön. So, und jetzt kommen wir zum Gerät. Ich bin immer so ganz verwirrt. Also wenn ich mir irgendwo so ein Gerät bestelle oder so, dann sind die Bilder immer so groß und dann, wenn es zu Hause ankommt, sind die Dinger immer so klein. Ich mag große Dinger. Ja. Jetzt nicht falsch verstehen. Gut. Wir haben hier hinten, wenn ich das jetzt, ich versuche das jetzt einfach mal so aus dem Stegreif zu erzählen und zu gucken, ob ich das verstehe. Hier haben wir Strom, hier haben wir HDMI Out. Das geht dann zu eurem TV. Und wir haben drei HDMI Inputs. Also zum Beispiel PlayStation 2. PlayStation 3 geht nur, wenn ihr einen HDMI-Splitter habt. Ich weiß nämlich nicht, ob der das HDCP... Doch, das müsst ihr eigentlich durchbringen. Ne? Werde ich aber gleich nochmal ausprobieren alles. Also verlasst euch jetzt erstmal nicht drauf, was ich jetzt hier in diesem Unboxing-Video sage. Das kann sich alles ganz anders noch herausstellen. So, auf jeden Fall kann ich jetzt hier anschließen PlayStation 2, 3 oder 4. Oder halt eine Xbox. Kann dann immer switchen. Ne? Nicht schlecht. Also man könnte jetzt praktisch eigentlich, hier packe ich meine Konsolen hin, Out, da stöpsel ich die Elgato dran und die geht dann nochmal von Elgato zum Fernseher. Somit brauche ich nicht die Elgato. Jedes Mal, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt PS3 spielen, abstöpseln,
ran an die Elgato. Also ich stöpsel nicht. Ich habe immer keinen Bock, immer rumzufummeln. Und da höre ich dann lieber auf nachher und sage, komm, bitte, was, mache ich kein Video. Gut. Wir haben hier vorne noch Power-LED und HDMI-Input-LED. Das sagt mir so viel. Hier blinkt dann ein schönes Lichtlein auf. Können wir noch ein bisschen dichter rangehen, um zu zeigen, welcher Port jetzt gerade läuft. Dann haben wir hier noch den Support. Das ist irgendwas mit USB, denke ich mal. Aber wie gesagt, da werde ich nochmal in die Anleitung genau gucken und dann werde ich euch später im Video nochmal sagen, was das hier ist. Da kommt der IA, genau, I und R. Da kommt dieses Ding an, nicht AR. Und ja, und das Ganze können wir auch an- und ausmachen. Wenn wir von oben, hier haben wir IR, 4K 60 Hertz und HDMI Switch 3x1 oder 3:1. Drehe ich das Ganze nochmal von um. Könnt ihr hinten nochmal die Anschlüsse sehen. Ich hoffe, die Kamera fokussiert. Im kleinen Bildschirm sieht das immer ziemlich scharf aus. So. Ja, das Ganze werde ich jetzt einfach mal anschließen und rumprobieren. Gut, das war's denn jetzt erstmal von diesen tollen Sachen. Wie gesagt, ich habe die von Deluxe Cable. Da schaut mal ruhig vorbei bei deluxecable.de. Ich werde den Link trotzdem nochmal in die Videobeschreibung oder hier im Video nochmal einblenden. Und ja, schaut einfach mal vorbei. Es gibt viele, viele nützliche Sachen. Besonders auch für Gamer. So, gut, alles klar. Dann war es erstmal das. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis später.